Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu meinem Urlaubsspezial. Ich bin aus dem Urlaub draußen und ich muss euch einfach mal meine Eindrücke zu Berlin sagen. Ich bin in Berlin angekommen mit so einem sogenannten Fernbus von Freiburg nach Berlin. Eigentlich wollte ich ja mit dem Zug fahren, aber der Zug, jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen von der Deutschen Bahn, kostet 130 Euro und mit dem Ding bezahle ich, mit dem Fernbus von Freiburg nach Berlin, bezahle ich lediglich 33 Euro oder sowas, 22 glaube ich irgendwas. Das ist viel, viel weniger. Na klar, man fährt natürlich 10 Stunden, aber es sind coole Leute drin, richtig coole Chiller und es ist einfach schön gemütlich in dem Bus. Und ich bin beim Funkturm angekommen, da ist ja dieser Busbahnhof. Und ich war erstmal erstaunt, gleich mal so ein 100 Meter hohes Türmchen, sieht man ja auch nicht alle Tage. Ich habe einfach gestaunt und ich dachte, what the fuck ist das? Ist das der Eiffelturm oder ist das das höchste Gebäude Berlins? Weil ich war wirklich erschrocken, weil, ja, es war einfach geil. So, da bin ich Ding gefahren, U-Bahn mit meiner Schwester, die war auch dabei, und habe erstmal gedacht, oh scheiße, man hört natürlich immer viel Berlin brutal kriminell. Aber ich bin wirklich etwas anderes überrascht worden. Also ich bin wirklich positiv überrascht worden von Berlin, weil Berlin einfach eine richtig nette Stadt ist. Und jetzt sage ich etwas, was ich wirklich von ganzem Herzen meine. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Stadt erlebt, die so freundlich war. Die ganzen Berliner, vom Taxifahrer bis zu den Menschen auf der Straße, waren richtig freundlich, waren richtig nett, hilfsbereit und waren überhaupt nicht so spießig. Sag ich jetzt einfach mal, wie es in anderen Städten einfach so ist. Wenn jemand da als Punk irgendwo rumläuft, Leute, es ist ja so, wenn jetzt ein paar Punks zuschauen würden oder ein paar Emos, die jetzt hier, ja, wahrscheinlich auch meine Abonnenten sind, euch ist es bestimmt auch schon aufgefallen, die Leute in so einer kleinen Stadt, die gucken. Oh, Tattoo, oh, das ist kriminell und was weiß ich. Aber in Berlin interessiert das keinen, wenn du ein Tattoo hast, wenn du Rasterlocken hast. Da bist du was wert, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde mal sagen, so einer kleinen spießigen Stadt mit vielen Omas, die verstehen das einfach nicht, wenn man ein Tattoo trägt oder irgendwas anderes oder wenn man Rasterlocken trägt. Da ist man doch kein Asozialer oder ein Obdachloser. Ich habe in Berlin etwas erlebt, was ich wirklich mal so sagen muss, was mich ein bisschen überrascht hat, und zwar die Obdachlosen. Ich war schon oft in Städten und dort habe ich immer was mal reingespendet. Ich schmeiß immer was den Obdachlosen hin, aber die haben überhaupt nichts gesagt. So, da bin ich nach Berlin gekommen und habe da 2 Euro reingeschmissen und plötzlich, oh, vielen Dank. Noch einen schönen Tag. Und das kam überall, bei fast jedem Obdachlosen, das dem ich Geld reingeschmissen habe, ob es 5 Cent oder 10 Cent war. So, ich habe aber auch etwas erlebt, was mich richtig genervt hat. Da waren immer so komische Omas, die mich angesprochen haben, Deutsch, Englisch, habe ich gesagt, Deutsch, logisch. Und die so hat mir so einen Zettel hingegeben, oh, meine Kinder sind schwer krank. So, da habe ich dieser Frau 40 Cent gegeben, 1 Euro bitte. Ich habe gesagt, ich habe nur 40 Cent am Start, Digga. Und die so, 1 Euro bitte. Ich wollte ihr das Geld schon wieder aus der Hand reißen und da hat sie mich auch noch richtig böse angeguckt. Und das ist natürlich richtig nicht normal. Nicht normal. Berlin ist wirklich Multikulti, muss man sagen. Aber die ganzen Ausländer, wirklich super nett. Super nett. Ich weiß gar nicht, was die Medien alles so schlecht darstellen. Dass das alles so kriminelle Leute sind. Ich glaube, da muss man auch mal den Medien die Schuld geben. Und ich habe noch was gemacht, Leute. Ihr werdet mich wahrscheinlich im Fernsehen sehen. Und zwar bei TAF, bei Pro7, die haben mich interviewt. Ich war auf der Straße am Alexanderplatz, hieß der, glaube ich. Und da kam TAF plötzlich zu mir, Kameramann, Mikrofon, erzähl mal was über Sommer und irgendwelche Rechte über Autos. Also Leute, passt auf, bei TAF, wahrscheinlich seht ihr mich dann irgendwann mal im Fernsehen. Ja, das war mein Tag in Berlin, das war Berlin, das war geil. Berlin ist super geile Stadt, muss ich sagen, muss jeder mal hin. Und jetzt töten wir noch hinten die Gegner. Komm, jetzt machen wir noch ein paar Kills. Wir haben noch ganze 5 Minuten am Start. 25 Punkte Assi. Okay, jetzt gucken wir nochmal. So, jetzt schreibt mal bitte in die Kommentare, wie findet ihr denn Berlin? Würdet ihr auch gerne da bleiben? Ich will da bleiben, ganz ehrlich. Ich will nach Berlin, Leute. Berlin, Alter.
Die geilste Stadt forever. Ja, das auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Ich bin ja die ganze Zeit gelaufen mit meiner Schwester. Gelaufen, gelaufen, gelaufen. Ach, meine Füße qualmen immer noch hier. Alles brennt, aber egal. Ach ja, wir hatten ja so ein Hostel, Leute. Das ist also so ein komisches Hotel. Da haben wir irgendwie 13, 14 Euro bezahlt für die Nacht. Und da waren ganz komische Leute drin. Wirklich ganz komische Leute. Da ist einer. Da war einer gewesen. Der ist Ding gemacht. Der ist ein bisschen reingekommen. Ich habe gesagt, hallo. Macht man ja so, oder? Erstmal begrüßt. Er sagt nichts. Er läuft zum Mülleimer, läuft wieder zurück. Dann sage ich nochmal, hallo. Läuft zum Mülleimer und läuft wieder zurück. Dann sage ich, hallo. Und er läuft wieder zum Mülleimer und wieder zurück und ins Bett. Oh, ja. Das war echt eine komische Sache. Ach, hier. Okay. Leute, wir haben noch 4 Minuten, Leute. Oder wie lange haben wir noch? Och, das wäre viel zu lang, Leute. Ich will euch jetzt gar nicht quälen mit den ganzen Sachen. Ah, Camper. Schaut ihn euch an. Mustino 88, du kleiner Camper mit Horstlichterbart. Gemeine Sache. Guck mal unsere Kill-Statistik an. Wir sind nicht die Letzten. Wir sind auf Platz 4. Kann man stolz sein. 5 Kills, 12 Mal gestorben. Gute KD. Hätte I Love Cookies nicht besser machen können. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao. So, und jetzt lernen wir schwimmen.